Bunt, schrill, ausgelassen. Bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein hätte das Wetter nicht besser sein können für den diesjährigen Christopher Street Day in München. Dennoch warf das Massaker im homosexuellen Club in Orlando Schatten auf die Veranstaltung. Es ist einfach sicher ein notwendiges Zeichen, dass gerade nach den Vorfällen in Amerika, in Orlando, wir in München zeigen, dass wir jede Art von Homophobie ablehnen, dass egal welcher sexuellen Orientierung man selber ist, man einfach Respekt zeigen muss der Vielfalt. Und ich will in München, dass Vielfalt statt Einfalt zeigt. Und ich glaube, das beweisen wir alle gemeinsam. Und der Tag ist schön und die Parade hat immer Glück. Es ist sensationell, jedes Jahr tolles Wetter. Und es sind gut gelaunte Menschen hier. Man sieht es auch an den Straßenrändern. Also deswegen muss man da als Oberbürgermeister dabei sein. Mit seinem diesjährigen Motto fordert der CSD München Respekt für sich und andere. Insbesondere richtet sich der Fokus auf rechtspopulistische Hetze und Flüchtlinge, die aufgrund ihrer Sexualität verfolgt werden. Letztes Jahr durfte ich fahren, dieses Jahr laufe ich und es ist grandios. Grandios, grandios, grandios. Ich glaube ganz einfach, mit diesem Motto dieses Jahr haben wir so einen Meilenstein auch gesetzt, sodass wir sagen, wir gehen in die richtige Richtung. Ja. Rund 10.000 Teilnehmer zogen feiernd durch die Münchner Innenstadt. 115.000 jubelnde und tanzende Zuschauer säumten die Straßen und zeigten mit Aufklebern, Buttons und bunten Fahnen ihre Unterstützung für die Regenbogen-Community. München war schon immer bunt. In München kamen schon immer viele Strömungen zusammen und alle waren willkommen. Und ich finde es ganz wichtig, dass das hier in München auch stattfindet und immer so großen Zuspruch findet. Weil das Menschen sind wie du und ich und weil die ihr Leben ausleben. Und es müsste viel öfter einfach mehr an die Öffentlichkeit kommen. Der Christopher Street Day ist nicht nur eine Partyveranstaltung, sondern auch eine politische Großdemonstration. Ein Highlight ist natürlich jedes Jahr Franka. Also ein Mensch, den ich sehr lange kenne, den ich gar nicht vom Christopher Street Day kenne, Frank. Und der jedes Jahr wieder ein sensationelles Kostüm hat. Dieses, und zwar immer mit einem politischen Motto. Dieses Jahr hat er ja die Windräder und die schöne Landschaft Bayerns, also eine aktuelle Debatte über die alternative Energieversorgung. Und da merkt man schon, dass es auch ein politisches Fest ist. München und der Christopher Street Day. Das ist eine Kombi mit langer Tradition. Bereits seit 1980 feiern Latex und Lederhosen friedlich und gemeinsam die Liebe.